Dauert's noch lange, Chef? Jetzt hetz mich nicht beim Essen. Du siehst doch, dass ich gleich fertig bin. Ich warte draußen. Mach keine blöden Geschichten, setz dich hin. Chef? Nur zwei Bier. Drei Bier, nur sagt der Rostbraten. Was ist mit dem Rostbraten? Das mache ich selber. Na, Philipp? Auch wieder mal da? Du hast dich ja lange nicht mehr sehen lassen. Warst du krank? Wir sind viel unterwegs. Na, bis vor dem Vierteljahr bist du doch dauernd hier herumgesessen. Ja, da war ja auch Lilly noch hier. Wie geht's ihr übrigens? Vielleicht fragen Sie Ihren Kugelblitz. Der weiß doch immer alles besser. Ach, ja, diesmal nicht. Seit 6 Wochen hat er keine Nachricht von ihr. Also mir schreibt sie regelmäßig. Aber vielleicht wird sie mit der Zeit vernünftig. Ich warte draußen. Junge, Junge, hat der einen Start? Na, lassen Sie ihn in Ruhe. Seit einiger Zeit spinnt er ein bisschen. Wie halten Sie denn bloß den ganzen Tag aus? Och, alles Übung. Zahlen. Ja. 3 Bier, 1 Suppe, 1 Rostbraten. 1,70, 22, 95, 6,50 bitte mit. 7. Danke. Danke. Ist denn Lilly noch in Kempten im Weißen Schwan? Bis jetzt. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Lesen Sie mal, wie sie im Detail herumschreibt. Sie hat schon begriffen, dass dort nicht viel zu lernen ist. Sie soll hier auf die Hotelfachschule gehen und sich gründlich ausbilden lassen. Das andere ist doch dummes Zeug. Das scheint ihr nicht sehr zu gefallen. Schadet gar nicht. Nee, stimmt nicht. Wiedersehen, Herr Latzke. Wiedersehen. Und Gruß an Philipp. Noch 3 Bier, bitte. Von Latzke. Ach, der soll mich da in Ruhe lassen. Ich bin noch nicht schuld dran, dass Lilly weg ist. Na, ein bisschen nachgeholfen haben wir schon. Na, Gott sei Dank. Soll sie vielleicht ewig in der Klitsche rumhocken und Gläser spülen, nur weil es dem Alten in den Kram passt? Er will sie auf die Hotelfachschule schicken. Ich laus der Affe, auf einmal. Aber ich weiß, was dahinter steckt. In Kempten kann er sie nicht so beaufsichtigen. Soll sich endlich mal klar darüber werden, dass Lilly ein erwachsenes Mädchen ist. Sie braucht keinen Aufpasser. Außer dir. Das ist ganz was anderes. Aha. Chef, kann ich 2 Tage frei haben? Ich muss dringend nach Kempten. War doch das Wochenende. Dann sind wir übers Wochenende schon mal zu Hause. In unserem lahmen Schlitten kommen wir doch nicht vom Fleck. Meistens bleiben wir irgendwo hängen und hocken dann 2 Tage in Hamburg, Kiel oder sonst Gott weiß warum. Hat dir doch sonst immer Spaß gemacht. Ah, jetzt eben nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, in den alten Bock rumzukutschieren. Eine blödsinnige Schinderei. Moment mal, Kleiner. Diese Töne verbitte ich mir. Was kann ich denn dafür, dass bei euch nicht alles so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt? Morgen übermorgen mache ich frei, mir reicht's. Mir jetzt auch. Wenn das Geschäft hier nicht passt, kannst du einen anderen Job suchen, bitte. Aber solange du bei mir bist, wird das getan, was ich dir sage. Jawohl, Chef. Morgen früh pünktlich 8 bist du in der Verteilerstelle. Ich will nicht warten, weil der Herr wieder mal verpennt hat. Morgens um 8 bin ich noch nie zu spät gekommen. Vorher wird der Wagen abgeschmiert und Öl gewechselt. Ja, aber dann kann ich... Ich bin noch nicht fertig. Außerdem ist der Getriebeölwechsel wieder fällig. Und aufgetankt wird auch. Dann muss ich aber doch um 6 Uhr anfangen. Und? Was schadet das? Lang schlafen macht dumm. Brauchst gar nicht nachrechnen. Die gesetzliche Ruhezeit von 11,5 Stunden ist drin. Könnt's auch so machen, wenn dir die weiche Welle nicht gefällt. Schnittholz nach Saarbrücken.
Nummer 18, 22 Tonnen Schnittholz nach Saarbrücken. Was ist mit Rückfracht? Keine. Danke, nichts für mich. Wer spielt? Nummer 19, nehmen Sie an. Augenblick. Martin spielt für mich weiter. Morgen. Nummer 20, 14 Tonnen Seegut nach Kiel mit Rückfracht. Kiel ist mir zu weit. Muss morgen Abend wieder hier laden. Dauerauftrag. Ich wüsste was für dich. Na und? Eine Fuhre Bettfedern nach Konstanz. Ideal für dich. Ist nicht so schwer. Und die paar Kilometer bis Meersburg schafft deine alte Mühle vielleicht gerade noch. Den Rest macht dann die Bodenseefähre. Nee. Den Auftrag möchte ich dir nicht wegschlappen. Du, ich hab da aus Leuten gehört. Lohnt sich für dich die Fahrerei überhaupt noch? Blödes Geschwätz. Mir geht's prima. Ja, man erzählt sich, dass du bald keine Fracht mehr laden kannst. Was soll denn das heißen? Wenn du auf der Karre sitzt, ist doch schon überladen. Idiot. Da habe ich eher was Passendes für Sie. Wie bist du eigentlich an diesen Hausmann gekommen? Über die Verteilerstelle. Das ist ganz einfach. Ich habe Ihnen was von wertvoller Fracht erzählt und ob Sie niemanden mit überdurchschnittlichem Verantwortungsgefühl wissen. Möglichster Unternehmer, der noch selbst fährt. Ja, gibt es einen Blödian auch noch? Macht den Hausmann Ferntransporter aller Art. Oh, nicht schlecht. Die Versicherung müsste eigentlich einen Sondertarif geben, weil wir so vorsichtig sind. Wann kommt er denn? Eigentlich müsste er schon unterwegs sein. Ja. Was ist denn das heute wieder für ein Spezialauftrag? Oh, das werden wir auch noch vornehmen. Bilder, Gobelins, Skulpturen, Teppiche nach Schloss Oberarch. Den Auftrag habe ich für dich ausgesucht. Mir kommen die Tränen. Mein Chef richtet sich nach mir. Da ist doch ein Haken dabei. Allerdings. Immer auf die Kleinen. Wahrscheinlich gibt's wieder mal kein Ladepersonal. Hausmann und Co. machen ja alles. Und Co., das bin ich. Und ich kann so lange rennen, bis mir die Zunge aus dem Hals raushängt. Bist du jetzt fertig? Schloss Oberarch. Wahrscheinlich gibt's da nicht mal eine Zufahrt. Ich kann alles raufschleppen, den Berg raufschleppen. Wo liegt denn das überhaupt, Schloss Oberarch? Bei Kempten. Kempten im Allgäu? Kempten im Allgäu. Chef, könnten wir da nicht mal kurz? Könnten wir da vielleicht mal kurz? Na, Lilly ist doch in Kempten, im Weißen Schwan. Eben. Aber wenn dir die Fuhre nicht passt, kannst du ja diesmal ausnahmsweise zu Hause bleiben. Ja, eigentlich nicht. Ich meine, so schwer wird's ja nicht sein, die Teppiche und so. Ich werde das schon schaffen. In Kempten. Chef, ich glaube, ich... Chef, ich bin sehr froh, dass wir zufällig über Kempten kommen. Sind Sie Herr Hausmann? Ja, Hausmann. Herr Ephraimer, freut mich, Sie kennenzulernen. Einen Augenblick bitte, ich komme mal raus. Die Herren in der Verteilerstelle sind ja voll des Lobes. Ich hoffe, Sie nehmen mir nicht übel, dass ich Erkundigungen über Sie eingezogen habe. Es handelt sich immerhin um einen nicht alltäglichen Transport. Ach, das machen wir schon, Herr Ephraimer. Müde, mein Beifahrer. Freut mich. Und wo soll ich laden? Nur keine Eile, Herr Hausmann. Für mich zählt nur, dass meine Sachen wohlbehalten nach Schloss Oberarch kommen. Den Mehraufwand an Zeit werde ich Ihnen selbstverständlich vergüten, aber über diesen Punkt können wir uns anschließend in meinem Büro unterhalten. Ich habe mir gedacht, dass wir einen Teil der Werke hier vor meinem Büro verladen und dass Sie den anderen Teil direkt vor meinem Lagerhaus übernehmen. Wo ist das? Dort hinten. Darf ich Sie führen? Bitte. Leider sind unsere Platzverhältnisse etwas beschränkt. An der Kunst geht das Wirtschaftswunder vorüber, sozusagen. Guten Morgen.
Herr Dückel, einer meiner Mitarbeiter. Hausmann. Kuppel ab. Dann schieb den Anhänger rückwärts hier rein. Na, meinetwegen. Herr Dückel, haben Sie irgendwelche Bedenken, Nummer 112 bis 206 auf dem Anhänger unterzubringen? Keineswegs. Die Objekte sind gut verpackt. Hauptsache, die Varias und das Porzellan kommen auf den Motorwagen. Wie schwer ist das Zeug etwa? Wie schwer? Ja, ich weiß nicht. Ungefähr 5 Tonnen zusammen. So, dann können Sie laden, wie Sie wollen. Nur gut verstauen, damit machen wir das schon, machen wir schon. Ich war früher bei einer Spedition. So, da muss ich Ihnen ja nichts erzählen. Darf ich Sie jetzt in mein Büro bitten, Herr Hausmann? Oder braucht Sie Ihr Herbeifahrer? Nein. Mein Herbeifahrer braucht mich hoffentlich nicht. Bitte nach dort. Darf ich Ihnen eine kleine Erfrischung anbieten? Oh, lieber nicht, danke. Muss ja noch fahren. Bravo, Herr Hausmann, Sie nehmen Ihren Beruf ernst. Mir kann das nur recht sein. Nehmen Sie bitte Platz, Herr Hausmann. Danke. Sicher interessieren Sie sich dafür, was Sie eigentlich transportieren, wenn ich Ihnen kurz erklären darf. Ja, gern. Wir veranstalten, wie schon im vergangenen Jahr, auf Schloss Oberarch unsere große Herbstauktion. Als besondere Leckerbissen bieten wir neben einer reichen Waffensammlung aus dem ehemaligen Besitz der mittelfränkischen Kunsthalle 17. und 18. Jahrhundert eine Reihe selten gut erhaltener Antependien sowie Bildteppiche aus besticktem italienischem Samt an. Dazu kommen noch Kleinodien der bäuerlichen Kunst, Reliquiare, sakrale Barockmalerei und dergleichen mehr. Das Einfachste ist, Sie schauen sich unseren Auktionsprospekt an. Da haben Sie alles beisammen, bitte. Danke. Oh, so eine ausführliche Ladeliste bekomme ich selten. Na, wenn ich Zeit habe, schaue ich rein. Hochinteressant diesmal. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, einiges müsste ich schon wissen. Fragen Sie ungeniert. Wie sieht denn die Straße nach Schloss Oberarch aus? Ist die asphaltiert? Sie haben recht. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also, Sie fahren zunächst Autobahn bis Ulm, dann am besten bis Feldstadt weiß ich Bescheid, entschuldigen Sie. Ausgezeichnet. Dann brauche ich Ihnen nur noch die Strecke durch das Archtal und die Zufahrt zum Schloss zu erklären. Am besten, Sie zeichnen sich das auf Ihrer Karte ein. Also etwa 15 Kilometer hinter Feldstadt geht nach rechts eine schmale asphaltierte Straße ab. Hier sehen Sie dieser dünne Strich. Die können Sie nicht verfehlen. Direkt an der Abzweigung steht eine Tafel Archtal und darunter ein Schild zum Steinwerk. Archtal, Steinwerk. Auf diesem Weg halten Sie sich immer geradeaus, bis Sie aus dem Wald rauskommen. Sie entschuldigen mich bitte. Eines meiner wertvollsten Stücke. Flügelaltar. Oberschwäbische Arbeit. Es fällt mir immer wieder schwer, mich von solchen Stücken zu trennen. Aber leider, 20.000 D-Mark kann ich mir nicht für meinen privaten Gebrauch leisten. 20.000? Donnerwetter. Ach ja, das wollte ich Ihnen noch sagen. Sie können ganz beruhigt fahren. Für den Transport und die Dauer der Auktion habe ich eine Sonderversicherung abgeschlossen. Versicherungssumme 1 Million Mark, bitte. Halt! Nummer 97 kommt auf den Anhänger, sonst bleibt vorne kein Platz mehr für die Tafelaufsitze. Kommt noch viel? Na gut, die Hälfte haben wir. Vorsicht! Legen Sie noch eine Decke um die badenden Frauen. Ja, junger Mann, stehen Sie doch nicht im Weg rum. Sie hindern doch bloß. Also, haben Sie einen Moment Zeit? Ja, aber sicher, was haben Sie auf dem Herzen? Nur eine Kleinigkeit.
Meinen Sie, ich könnte mal eben... Beim Büro eine Treppe höher, erste Tür links. Nein, ich meine, ob ich mal eben weg kann. Aber warum nicht? Wir kommen gut ohne Sie zurecht. Nur gehen Sie ruhig. 20 Minuten haben wir bestimmt noch zu tun. Ach, mein Chef hat's nicht so gerne, wenn keiner von uns beim Laden dabei ist. Aber ich bitte Sie, wir sind schließlich Fachleute. Ah, nur gehen Sie schon, und falls Ihr Chef nach Ihnen fragen sollte, sind Sie eine Treppe höher, klar? Danke. Sagen Sie mal, gibt's hier in der Nähe irgendwo Blumen? Gleich vorne an der Ecke. Gehen Sie hinten herum, dann brauchen Sie nicht am Büro vorbei, Sie kleiner Casanova, Sie. So, jetzt den Heiligen Sebastian. Still, meine Herren, wir müssen fertig werden. Halt! Lassen Sie mich das machen. Holen Sie inzwischen die beiden Tafelgemälde und den Totenschild Nummer 86 bis 88 vorne im Treppenhaus. Bitte werten Sie meine Fragen nicht als private Neugierde oder als einen ungerechtfertigten Eingriff in Ihre Belange als Transporteur. In diesem Sonderfall bin ich verpflichtet, meiner Versicherung detaillierte Angaben über Ihren Transportweg zukommen zu lassen. Na ja, also jetzt haben wir 10:30, bis ich auf der Autobahn bin, wird es mindestens 11:30. Sie brauchen sich nicht zu beeilen, Herr Hausmann. Wie heißt das doch bei Ihnen? Sicherheit vor Schnelligkeit. Ja, schon. Aber Sicherheit heißt nicht bummeln. Wenn ich heute in der Nacht nicht abladen kann, dann komme ich erst morgen Nachmittag wieder nach Hause. Verliere somit den ganzen Tag. Herr Hausmann, verstehen Sie mich bitte richtig. Wir können den Gästen auf Schloss Oberarch nicht die Nachtruhe rauben. In Ihrem Interesse. Und wo bleib ich? Darüber wollte ich eben mit Ihnen reden. So, wir wären soweit, Herr Elfriemer. Der Gebetsteppich muss noch mit. Ja, was machen wir mit der Sammelikone? Ach, die hätte ich fast vergessen. Sie hat Nummer 237, bitte. Ach, danke. Wären Sie mit einem Zuschlag in Höhe von, nun sagen wir, 50% einverstanden? Gern. Ist mal was anderes. Zuschlag für Langsamfahren. Mal werde ich in Kempten übernachten und fahre morgen früh weiter. Sehr schön. So, dann können wir zumachen. Ich hoffe, dass wir nichts vergessen haben. Von wegen an der nächsten Ecke. Ich war halt in der Stadt drin. Hat mein Chef was von mir gewollt? Bis jetzt noch nicht. Übrigens, der Motorwagen ist lange fertig. So, hoffentlich habe ich jetzt alles. Um eines wollte ich Sie noch bitten, Herr Hausmann. Versuchen Sie es so einzurichten, dass Sie nicht vor 9:30 im Schloss eintreffen. Wir bauen die Stücke zur Besichtigung im Frühstückszimmer auf. Vor 9:30 ist da nichts zu machen. Ja, meinetwegen, da kann ich mal ausschlafen. Wo übernachten Sie denn in Kempten? Im Weißen Schwan. So, ihr macht jetzt Feierabend für heute. Räumt vorher noch auf. Was jetzt läuft? Wie ist eigentlich die Analyse ausgefallen? Gar nicht schlecht. Von Ihnen eingesandten Brandreste lassen nach gründlicher Untersuchung und Analysierung der Asche folgende Schlüsse zu. Bei dem verbrannten Gut muss es sich um eine heute nicht mehr gebräuchliche Textilart, einem Gemisch aus Leinen, handversponnener Wolle und naturgefärbter Seide gehandelt haben. Zwei etwa Quadratzentimeter große Leinenstückchen zeigten Farbspuren.
Die Spektralanalyse ergab eine Identität mit Malfarben, wie sie im ausgehenden 17. Jahrhundert Verwendung fanden. Die miteingesandten Holzreste stammen von etwa 300 Jahre altem Lindenholz. Wachstums- oder Ursprungsangaben sind aufgrund der fortgeschrittenen Verkohlung leider nicht möglich. Hochachtungsvoll und so weiter und so weiter und so weiter. Gratuliere. Gekonnt ist gekonnt. Was machen wir, wenn Metallteile gefunden werden? Ach, lass sie doch welche finden. Spinnst du? Nummer 187, Sebastians Figur, ausgehende 17. Jahrhundert, ulmisch, vollrund gearbeitet, vermutlich von einem Schüler Johann Stichs. Unseren Prospekt kenne ich. Da warte doch ab, die Hauptsache kommt doch erst. Die Figur entstammt dem markgräflichen Privatmuseum zu Wiesenthal. Im Sockel befindet sich noch die alte, im Jahre 1912 eingebaute Diebstahlsicherung. Na und? Da hast du dein Metall. Gott sei Dank, jetzt ist mir wohler. Dann können wir hier dicht machen, liegt nichts mehr rum? Keine Sorge. Sag mal, was hältst du eigentlich von diesem Hausmann? Genau das Richtige für uns. Besser hätten wir es gar nicht treffen können. Dem schaut die Ehrlichkeit aus den Augen. Lilly, bin ich gespannt, wenn wir plötzlich bei ihr auftauchen. Na, allzu freundlich wird's wohl nicht aussehen. Na, wenn ich komme? Sei nicht so eitel. Überleg lieber, was wir ihr erzählen. Ganz einfach, sie soll kündigen. Dann können wir sie bei der Rückfahrt gleich mitnehmen. Das ist er. Der klappt wohl die Straße ist für ihn alleine da. Das war der Ephraimer. Mensch, hat gern Zahn drauf. Eigentlich ein Wahnsinn, den Wagen aus den Augen zu lassen. Jeden Moment kann was passieren. Ausgeschlossen. Es kommt niemand sonst an die Frequenzen ran. Und morgen? Na, ebenso wenig. Die Reichweite des Senders ist genau berechnet. Solange sie nicht dicht genug dran sind, spricht der Empfänger gar nicht an. Ja, so eine Karre müsste man haben. Ah, hast du endlich den Spaß an dem ewigen Jatzgejaule verloren? Nein. Bereite mich nur auf morgen vor. Schließlich kommen wir auf ein Schloss. Oh, ich brech zusammen. Sie brauchen gar nicht zu lachen. Außerdem wäre es viel besser, wenn wir immer einen dunklen Anzug dabei hätten. Aber man kann nie wissen, was für Situationen man kommt. Hallo, hallihallo, Herr Ephraimer. Ah, guten Abend, gnädige Frau. Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir. Sofort. Fahren Sie meinen Wagen bitte in die Garage. Guten Abend, nee, Frau, guten Abend, Herr Doktor. Donnerwetter, Sie werden täglich jünger. Ach, Schmeichler. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Darf ich fragen, was Sie in die unberührte Natur verschlagen hat? Sie natürlich. Oh. Wo haben Sie nur diese Kostbarkeiten alle hier? Zum Teil sind Sie völlig unbekannt. Mein Lebenswerk sozusagen, gnädige Frau. Seit Jahren verfolge ich zum Beispiel den Weg dieser Antependien. Ich wusste, wo sie sind, ich wusste um ihren Wert und ich musste schweigen, um nicht diese unersetzlichen Kunstwerke einer Horde von gewissenlosen Kunsthyänen auszuliefern. Eine entsetzliche Entwicklung. Kunst wird zur Ware. Bedauerlich, aber nicht zu ändern. Professor Rohfilk will übrigens morgen auch kommen. Er fehlt auf keiner bedeutenden Auktion. Ah, guten Abend. Könnten Sie nicht einer treuen Kundin, ich glaube, mich als eine solche bezeichnen zu dürfen, einen Herzenswunsch erfüllen? Aber selbstverständlich, gnädige Frau. Noch sind wir allein. Zeigen Sie mir Ihre Schätze, bitte. Das geht leider nicht, gnädige Frau. Sie sind noch unterwegs. Ja, bitte schön. Können Sie mir eine Auskunft geben, wie ich zum Weißen Schwan komme? Weißer Schwan? Hotel Weißer Schwan. Ah ja, zweite Straße links und dann immer geradeaus. Das ist die Wertacher Straße. Ja? Ja, danke schön. Bitte. Darf ich Sie bitten, das Meldeformular auszufüllen? Komm, seien Sie doch nicht so pingelig, Fräuleinchen. Ich bin doch Stammgast hier. Dr. Müller, Düsseldorf.
Entschuldigen Sie bitte, ich bin neu hier. Ja, man merkt's. Zimmer 32, das haben wir immer gehabt. Bringen Sie das Gepäck auf Zimmer 32. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich bitte für heute Nacht zwei Einzelzimmer haben? Mit Bad? Mit Bad, bitte. Philipp! Wo kommst du denn her? Wir hatten zufällig hier zu tun. Bitte. Oh, danke schön. Guten Abend, Lilly. Guten Abend, Herr Hausmann. Wir haben uns nicht getraut, vorbeizufahren, ohne mal reinzuschauen. Das hätte ich euch auch sehr übel genommen. Na, wir uns auch. Rezeption? Einen Augenblick, bitte. Ich verbinde. Ein Gespräch für Sie. Wie lange habt ihr Zeit? Oh, viel. Wir wollen übernachten. Wenn allerdings in der Fürstenflucht kein Platz mehr sein sollte, dann können wir den Kleinen auch in der Hundehütte unterbringen. Der knurrt nämlich schon dauernd. Ja, aber nur, wenn er Grund hat. Dann wird er sogar bissig. Warum habt ihr denn nicht angerufen? Einzelzimmer sind alle belegt. Wir wollten dich überraschen. Ein schönes Doppelzimmer ist noch frei. Nummer 36 mit Bad und Balkon. Ich habe noch eine Stunde zu tun. Dann bin ich frei. Ja, gehen wir inzwischen Abendessen. Selbstverständlich seid ihr meine Gäste. Mensch, kriege ich einen Hunger. Versuch rauszubekommen, ob die beiden hier übernachten. Ich rufe inzwischen den Chef an. Wenn er da bleibt, tun wir uns heute Nacht leicht. Schön wär's. Stock auf der rechten Seite ganz hinten. Endlich geht mein Wunschtraum in Erfüllung. Chambre séparée. Red kein Unsinn. Ich habe euch in meinem Zimmer decken lassen, was dort gemütlicher ist. Außerdem sieht's der Chef nicht gern, wenn mit Gästen im Lokal sitzen. Wir sind ihm also nicht fein genug. Das hat mit euch nichts zu tun. Und so geht doch schon rauf, sonst wird alles kalt. Lass uns nicht so lange warten. Guten Abend. Guten Abend. Übernachten bei Ihnen auch Fernfahrer? Nein. Ach so, das sind alte Bekannte von mir. Ist noch was frei? Für zwei Personen? Nur Doppelzimmer. Wir haben nichts dagegen. Zwei Herren. Zimmer 43 mit Terrasse. Mit Terrasse? Das Zimmer liegt an der Parkseite. Um Gottes Willen, bloß keinen Park. Ich mache kein Auge zu. Die ganze Nacht grillen, Nachtfalterchen und so ein Zeug. Geben Sie mir was zum Parkplatz raus. Und möglichst im ersten Stock. Ich bin nicht schwindelfrei. Die Zimmer an der Rückseite sind alle von einer Reisegesellschaft belegt. Kann man die vielleicht tauschen? Leider nichts zu machen. Die Herrschaft in Schlafenschuhen. Sie fahren morgen früh weiter. Und mit Beziehungen? Chef, hm? Wenn Sie mir einen ganz großen Gefallen tun wollen, besorgen Sie uns einen Dauerauftrag nach Kempten. Dreimal wöchentlich würde es hier glatt aushalten. Friss nicht so viel, sonst funktioniert dein Hirn überhaupt nicht mehr. Und Sie gönnen mir auch überhaupt nichts. Sag mal, hast du schon mit Lilly geredet wegen der Kündigung? Nein. Das wäre auch ganz undiplomatisch. Sie müssen mit ihr reden. Warum denn? Na, Sie als Neutraler haben viel mehr Aussicht auf Erfolg. Feigling. So, jetzt bin ich endlich soweit. Habt ihr alles? Herrlich. Verwöhnst du es richtig? Exzellent. Könntet ihr nicht öfter die kleine Idee haben, nach Kempten zu fahren? Ich verstehe ja nichts davon. Aber hier gibt's doch sicher auch Fracht. Wenig. Hübsch hast du es hier, saugemütlich. Naja, heute schon. Wie wär's mit Musik? Ja. Was hört ihr denn gern? Auch eigentlich alles. Philipp hat heute seinen klassischen Tag. Blödsinn. Stereo. Toll. Die Tour habe ich mir letzten Monat zugelegt. Tadok, wir sitzen schon nahe drauf. Bisschen mehr Platz müsstest du haben. Ich weiß, aber so ist das eben. Das Personal sind die kleinsten Löcher gut genug. Wir sind nicht seine Majestät, der Gast. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich über euren Besuch freue. Prost! 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 Lass den Motor laufen, mich friert. Damit wir auffallen, kommt gar nicht in Frage. Die Warterei nützt überhaupt nichts. Wir müssen die beiden suchen. Wo denn noch? In ihrem Zimmer sind sie nicht und auch nicht im Restaurant. Soll ich sie ausrufen lassen? Wenn wir sie finden, sind wir ein gutes Stück weiter.
Hör endlich auf mit diesem dummen Gequatsch. Moment mal, wer hat sie denn laufen lassen, du oder ich? Ich hab sie nicht laufen lassen. Also wo sind sie? Na, was weiß ich, ist mir auch ganz schnuppe. Hauptsache ist, wir lassen den Lastzug nicht aus den Augen. Irgendwann kommen sie bestimmt hierher zurück. Ja, morgen früh vielleicht. Wir haben Zeit. Ich kann nicht mitten in der Saison davonlaufen. So einfach ist das nicht, Herr Hausmann. Wir nehmen dich morgen mit zurück. Von Kündigungsfrist hast du wohl noch nie was gehört. Lilly, am 1. September fängt in der Hotelfachschule der Lehrgang an. Wenn du den Termin versäumst, musst du ein Jahr warten. Ach, sie machen es sich zu leicht. Soll ich mich bei meinem Vater vor die Haustür stellen und betteln? Liebes Väterchen, lass mich bitte wieder rein. Und was kannst du hier im Weißen Schwan noch lernen? Die Herrschaften haben Zimmer 212. Bitte schön, gute Nacht, die Herrschaften. Ich wünsche wohl zu Ruhm, die Herrschaften. Fang nicht wieder damit an. Ja, ist ja gut, ich hab's eingesehen. Ach, zum ersten Mal, dass du was einsiehst. Hört endlich mit der dämlichen Streiterei auf. Wir sind doch gute Freunde, denke ich. Nur gib mir mal eine ehrliche Antwort. Ach, hören Sie doch endlich auf. Freilich wäre ich lieber zu Hause. Oder denken Sie, ich fühle mich hier allzu wohl? Fang nicht an zu heulen. Vergiss doch mal für eine Minute deinen Dickschädel. Was ist denn schon dabei, wenn man einsieht, dass man Fehler gemacht hat? Du, wir bewundern dich. Ich hätte es ja keine 6 Monate ausgehalten. Aber mein Vater... Aber dein Vater freut sich doch, wenn du zurückkommst. Entschuldigung. Und seit einem halben Jahr sitze ich hier allein rum. So einfach ist das nicht. Ich wäre ja gerne gekommen, aber es hat ja nie gereicht. Wir nehmen heute erstmal deine Musiktour mit. Wer weiß, wann wir hier wieder vorbeikommen. Für den Rest schicke ich dir dann Philipp, den PKW, einverstanden? Danke. Philipp, mach mal Platz auf dem Hänger. Na, was ist Frühstück? Dort am LKW. Es geht los. Philipp! Philipp! Ja, was ist los? Wie weit bist du? Reichen 2 Quadratmeter? Längs. Komm rauf. Sofort! Filzunterlage. Ich frage mich nur, warum eine Nummer dran hängt. Ich will die Türe anhängen. Ich weiß besser, dass ich nicht mehr kann. Philipp, schau! Rixkale! Ich glaube, wird bei uns nicht! Passieren Sie, ich lasse mich erklären! Erklären können Sie später der Polizei! Los, weg! Fräulein Lilly, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, als wir rauskamen, war jemand am Wagen. Die Herren scheinen sich nicht ganz einig zu sein. Philipp! Philipp! Rufen Sie die Polizei an, schnell! Ja, können Sie mir erklären, was hier los ist? Rufen Sie doch endlich an! Nicht mehr nötig, Lilly! Was ist mit dir, Philipp? Nichts. Alles in Ordnung. Darf ich erfahren, was hier los ist? Wir haben 2 alte Freunde wieder getroffen. Als Geschäftsführer dieses Hauses muss ich Sie bitten, mir eine befriedigende Auskunft zu erteilen. Der Lärm, den Sie verführten, hörte Sie nicht gerade nach Begrüßung alter Freunde an. Wie kommen Sie denn da drauf? Wir machen das immer so. Fräulein Lilly, Sie entschuldigen. Wir haben hier was Dringendes zu besprechen. Wir wollen Ihre wertvolle Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Vorab muss ich Sie ersuchen, sofort den Eingang freizumachen. Widrigenfalls sehe ich mich... Im Augenblick will doch keiner rein. Wir haben Gäste, die auf ein vornehmes und seriöses Haus wert legen. Sparen Sie sich Ihre Spitzen. Wir kommen nicht aus dem Urwald. Wir wissen selbst, was wir zu tun und zu lassen haben. Können Sie im Moment mit anfassen? Aber gerne. Selbstverständlich. Mein Beifahrer. Mach dicht! Kommen Sie, wir gehen am besten nach oben. Wir können uns hier nicht ungestört unterhalten. Können Sie sich ausweisen? Selbstverständlich. Bitte sehr. Danke. Und es tut mir leid. Ihre eigene Schuld. Mit Klauern gehen wir nicht besonders zart um. Machen Sie sich keine Sorgen, das gehört bei uns zum Handwerk.
Na, die Ausweise scheinen ja in Ordnung zu sein, soweit ich das beurteilen kann. Sie können gern bei der Direktion rückfragen. Guten Abend. Rummel. Guten Abend. Mai, Sekunda Transportversicherung. Ja, die beiden Herren sind Versicherungsdetektive. Philipp hat mich schon aufgeklärt. Warum haben Sie sich eigentlich nicht zu erkennen gegeben, als Sie ins Zimmer wollten? Wir wussten nicht, ob Ihre beiden Freunde mit drinstecken. Also sehr viel Menschenkenntnis scheinen Sie nicht zu besitzen. Oder sehe ich vielleicht aus wie ein Halunke? Nehmen Sie doch Platz, bitte. Tja, was wollen Sie eigentlich von mir? Ich bin doch gar nicht bei Ihnen versichert. Sie nicht, aber Herr Effremer. Was habe ich damit zu tun? Wahrscheinlich nichts. Wir interessieren uns mehr für Ihre Ladung. Ist das Zeug geklaut? Das ist doch unmöglich. Jedes einzelne Stück steht im offiziellen Auktionskatalog. Wer gibt denn schon bekannt, was er geklaut hat? Sie haben völlig recht. Herr Effremer ist der rechtmäßige Besitzer der Ladung. Da verstehe ich immer weniger, was Ihre Schnüffelei soll. Um ehrlich zu sein, Herr Hausmann, wir auch nicht. Noch nicht. Unseren Experten ist nur aufgefallen, dass Effremer eine Reihe von verhältnismäßig wertvollen und teuren Stücken auf einer Auktion anbietet, bei der eigentlich nie zahlungskräftiges Publikum erschienen ist. In Oberarch wurde in den letzten Jahren eher bäuerliches Kunstgewerbe angeboten. Bauernmöbel, Spinnräder, Kupfergeschirr und Ähnliches. Außerdem ist Herr Effremer in Versicherungskreisen kein ganz unbeschriebenes Blatt. Auch der Transport mit einem Planenwagen erschien uns recht ungewöhnlich. Nicht, dass wir der Ansicht wären, das Transportgut wäre bei Ihnen nicht in guten Händen. Ganz im Gegenteil, Sie haben blendende Referenzen. Danke. Vielleicht sollten wir einen Unfall bauen. Wie ist denn die Straße zum Schloss? In dieser Richtung gingen zunächst unsere Vermutungen. Wir stellten jedoch fest, dass die Kunstgegenstände nicht über ihren Wert versichert sind. Im Gegenteil, leicht darunter. Das bedeutet, Herr Effremer würde, egal wie hoch der Schaden ausfällt, in jedem Fall zuzahlen. Warum sollte er also an einer Zerstörung interessiert sein? An einer Zerstörung bestimmt nicht. Kaum. Aber vielleicht an einem Diebstahl. Aber die Straße zum Schloss ist sehr einsam. Sicher wird er die irgendwo zum Anhalten gezwungen und ausgeraubt, aber von Effremer selbst. Dann bekommt er die Versicherungssumme und kann die Gegenstände trotzdem verkaufen. Ihre Fantasien, ehrenverehrtes Fräulein, aber wir leben nicht im Wilden Westen. Kunstgegenstände dieser Qualität sind, wenn sie erst einmal in den Fahndungslisten der Polizei stehen, so gut wie nicht abzusetzen. Ja, aber man liest doch fast jeden Tag in der Zeitung. Sie entschuldigen bitte. Für einen Dieb wird ein Objekt erst ab einer gewissen Wertkategorie interessant. Beim Absatz über Hehler erzielt er nur etwa 10% des eigentlichen Wertes. Selbst wenn Effremer alle Gegenstände unterbringen könnte, hätte er unter Einrechnung der Unterversicherung nur einen Gewinn von etwa 70.000 D-Mark. Dafür geht er das Risiko, entdeckt zu werden, nicht ein. Der Mann verdient sehr gut. Was halten Sie denn von der ganz tollen Theorie? Der Mann ist ehrlich. Seit einer halben Stunde sind wir nicht mehr ganz davon überzeugt. Bevor wir miteinander in Berührung kamen, waren wir so frei, Ihre Ladung in Augenschein zu nehmen. Unter der Nummer 193 bietet Herr Effremer einen Bildteppich an. Italienischer Samt, seidenbestickt, 0,92 x 2,37 Meter. Und wissen Sie, was wir als Nummer 193 gefunden haben? Eine ganz gewöhnliche Filzunterlage. So ein Schwein. Wir gehen zur Polizei und zeigen ihn an. Weswegen, wenn ich fragen darf? Er kann von Ihnen transportieren lassen, was er für lustig hält. Aber das ist doch Versicherungsbetrug. Erst wenn er die Versicherungssumme fordert. Vorher können wir ihm gar nichts anhaben. Die Fuhre gefällt mir nicht mehr. Wir fahren zurück. Er wird Sie wegen Nichteinhaltung des Transportvertrages belangen und ist gewarnt. So geht er uns nie ins Netz. Und unternehmen können Sie überhaupt nichts gegen ihn. Der Bursche ist kein Anfänger. Wie soll es jetzt weitergehen? Keine Ahnung. Neugierig wäre ich, was er jetzt unternimmt. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesem Effremer etwas nachzuweisen. Wir müssen ihn seinen Plan durchführen lassen und im richtigen Moment zupacken. Herrlich. Und die beiden Fahrer sollen den Lockvogel spielen. Lasst euch bloß nicht drauf ein. Reg dich doch nicht auf, Lilly. Was soll schon passieren? Wahrscheinlich gar nichts. Aber versuchen müssen wir es. Gut. Wenn Sie sich was davon versprechen, wir spielen mit. Klar. Vielen Dank, Herr Hausmann. Am besten, Sie verhalten sich völlig normal. Wann wollten Sie morgen früh abfahren? Um 7. Wollt ihr nicht doch der Polizei Bescheid geben? Keine Angst, Lilly. Wir kommen alleine zurecht. Die beiden Herren werden dir bestätigen, dass wir uns recht gut alleine wehren können. Allerdings. Wir bleiben unterwegs immer dicht hinter dem LKW. Na, das ist alles viel zu auffällig. Wir dürfen uns auf keinen Fall zusammen zeigen. Auch morgen früh bei der Abfahrt nicht. Bleiben Sie auf der Strecke immer mehrere Kilometer hinter uns. Wenn irgendwas passiert, sind Sie ja sofort zur Stelle. Mit unserem Wagen bestimmt. Also dann, alles Gute morgen und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wo werden Sie übernachten? Hier natürlich, im Weißen Schwan. Es ist doch hoffentlich noch etwas frei, Fräulein Latzke. Zimmer 43, mit Balkon. Ich glaube, die Grillen stören mich jetzt nicht mehr. Gute Nacht. Gute Nacht.
Ja, ich glaube, für uns wird es auch Zeit, in die Klappe zu gehen. Wir brauchen morgen früh einen klaren Kopf. Was denn los, Lilly? Ich hab Angst. Das? Nur für wen schon? Liebe geht durch den Magen. Vielen Dank, Lilly. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich halte euch beide Daumen. In Ordnung. Auf dem Rückweg schauen wir wieder rein. In der Stadt können wir ruhig näher dranbleiben. Lass dir Zeit. Ich will erst sehen, ob ihm jemand hinterherfährt. Also wenn ich jetzt nicht fahre, verlieren wir den Anschluss. Ruhig bleiben. Solange auf der Bundesstraße fährt, ist bestimmt nichts los. Der Kilometerzahl nach müsste es bald rechts abgehen. Dort vorn. Bis 9 Uhr gesperrt. Hätte uns das der Efremer nicht vorher sagen können. Na, vielleicht hat er es uns absichtlich nicht gesagt. Warum auch? Meinst du, er will uns in die Luft sprengen? Na, bestimmt. Fang doch nicht an zu spinnen. Die Versicherungsfritzen wissen genauso wenig wie wir. Wer weiß, ob an der Geschichte überhaupt was dran ist. Wir führen unseren Auftrag durch. Meinst du, ich will in den Ruf kommen, unzuverlässig zu sein? So spricht sich schnell rum. Abstand halten. Aber wir sehen sie doch gar nicht mehr. Und werden nicht gesehen. Fahr rechts ran. Das war der Beifahrer. Los, ran. Sie was Bestimmtes? Wer hat Sie angehalten? Niemand. Warum stehen Sie dann hier rum? Wir brauchen Kühlwasser, wenn Sie nichts dagegen haben. Fahren Sie weiter und füllen Sie im Schloss nach. Oh, mal langsam, junger Mann. Was mit meinem Zug geschieht, das geht Sie einen alten Hut an. Ist meine Sache. Nicht ganz, Herr Hausmann. Lassen Sie mich endlich in Frieden. Ist doch alles Quatsch, was Sie sich da ausgedacht haben. Kein Mensch außer Ihnen will was von mir. Viertel nach acht, wo bleibt der Kerl bloß?
bist. Da stinkt was. Sie füllen Kühlwasser nach. Und die anderen beiden? Die müssen zu dem PKW gehören. Kennst du die? Nein. Wahrscheinlich Kavaliere am Steuer. Wichtig, Duerei. Sieht bloß drauf aus, in die Zeitung zu kommen. Idioten. Die haben nichts miteinander zu tun. Komm. Alles Öl. Wo ist denn dein Kühlwasser geblieben? Verloren hat er keins. Auf der ganzen Strecke kein einziger Wassertropfen. Fein haben wir das hingekriegt. Jetzt können wir wieder nach Hause fahren. Warum? Wenn der Hausmann mit drinsteckt, sind sie gewarnt. Dann tut sich heute nichts mehr. So, mit dem Rest kommst du alleine zurecht. Schon gut. Eine Absperrung. Na, danke. Ich bin nicht kurzsichtig. Kommt der da überhaupt durch? Das werden wir ja sehen. Müssen wir eigentlich gleich zurückfahren? Was denkst du denn? Hier müsste man mal Urlaub machen. Ja, merk dir den Platz für deine Hochzeitsreise. Eine Ruhe ist das. Und das Alphorn bläst. Was? Hier gibt's keine Alphörner. Aber ich höre sie doch blasen. Das ist aber ein komisches Alphorn. Verdammte Sauerei. Was will denn der? Keine Ahnung. Wir müssen Zeit gewinnen, bis der PKW kommt. Sind Sie wahnsinnig geworden? Sofort anhalten! Verschwindet, wo ich unangenehm werde! Es wird Sie teuer zu stehen kommen, Sie Flegel, Sie Unverschämter! Erst durch die Absperrung fahren und dann auch noch frech werden. Ich zeige Sie an. Ich glaube, die sind echt. Fahren Sie zurück. Wie denn? Drehen kann ich hier schlecht. Also das interessiert mich nicht. Ich muss springen.
Los, fahr weiter, da sitzt der Ephraimer. Wo steckt der Hausmann bloß? Hier bestimmt nicht. Sonst würde Ephraimer nicht so gemütlich beim Kaffee sitzen. Der Hausmann muss gerade noch durch die Absperrung gerutscht sein. Quatsch, die Schranke geht um 7:30 zu. Und vor 8:30 war Hausmann nicht dort. Junge, Junge, meine Ohren. Sie sind dabei empfindlich. Das waren nur 150 Gramm je Bohrung. Ich hoffe, Sie verstehen jetzt, warum wir absperren. Tut mir leid, aber ich habe die Schranke wirklich nicht gesehen. Die muss offen gewesen sein. Ja, das wird die Polizei feststellen. Mein Gott, wie oft muss ich Ihnen denn noch sagen? Ja, am besten gar nicht. Ihr Tonfall schmeckt mir nämlich nicht ganz. Entschuldigen Sie, dass ich Sie vorhin so angesungen habe. Es tut mir wirklich leid. Aber vielleicht hatte ich dafür meine Gründe. Und die wären? Na, wir dachten, Sie wollten ein Ding drehen mit unserer Ladung. Ja, sehe ich. Das ist mir noch nie passiert, dass mich jemand für einen Gangster hält. Sehe ich denn so gefährlich aus? Na ja, eigentlich nicht. Wann Sie gefallen mir. Und die Anzeige? Geschenkt. Können wir jetzt weiter? Bloß nicht, wir haben erst die Hälfte. Jetzt kommt die Seite drüben bei Ihrem Wagen dran. Oh, dreh das Seitenfenster runter und lege die Sitzbank vor die Frontscheibe. Eigentlich unnötig. So weit fliegt das Zeug nicht. Wie zünden Sie eigentlich? Ich sehe gar keine Kabel herumliegen. Wir machen das drahtlos. Unsere Sprengstellen liegen so weit auseinander, dass wir viel zu viel Zündkabel ziehen müssten. In dem Kasten hier ist der Sender. Und an jedem Sprengsatz sitzt ein kleiner Empfänger, der den Zünder in Gang setzt. Warum ist vorhin die andere Seite nicht mit hochgegangen? Die sitzt auf einer anderen Frequenz. Gib Warnung! Philipp, komm her zu uns. Hinter dem Wagen kann ihm überhaupt nichts passieren. Chef! Hallo Angsthase, warum rennst du denn so? Im Hänger hat's geknallt. Na, Sie können jetzt fahren. Danke. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na komm, du Held. Chef, wir brennen! Das ist über einen Kilometer Waldweg. Können wir nicht Erde drauf schaufeln? Ach, das nützt ja nichts. Das Zeug brennt wie Zunder. Im Hänger drin ist was explodiert. Ich hab's genau gehört. Ja, mit der Sprengung kann der Brand nichts zu tun haben. Kuppeln Sie den Anhänger ab, sonst fängt der Motorwagen auch noch Feuer. Halt! Der Hänger bleibt dran. Jetzt begreife ich erst, was hier gespielt wird. Das ist wahnsinnig. Denken Sie an Ihren Motorwagen. Philipp, steig ein. Merken Sie sich die Frequenz, auf der Sie gezündet haben. Schweine, denen werden wir die Suppe versalzen. Wie sieht's aus? Schlecht! Ah, wir sind gleich da. Das Kämpfen kommt er damit nicht. Der ist verrückt geworden. Einfach die Seitenbretter weg.
dich! Mann, die haben Nerven. Zufrieden. Jetzt haben wir ihn. Ein herrlicher Tag. Ich habe mich selten so wohl gefühlt. Frühstück in angenehmer Gesellschaft animiert mich geradezu. Vielen Dank für das Kompliment. Erwarten Sie jemanden? Eine Dame? Ach, wie kommen Sie darauf? Ich dachte nur, Sie sind nervös. Keineswegs. Eher erregt durch Ihre Gesellschaft. Na gut, was ist denn los? Sie entschuldigen bitte. Morgen, Herr Hausmann. Wo haben Sie denn Ihren Anhänger? Ist Ihnen auf der Fahrt etwas zugestoßen? Ja, wir hatten Pech. Entsetzlich. Und meine Kunstgegenstände? Was ist mit der Ladung? So reden Sie doch. Leider alles verbrannt. Das ist der Herr von der Sekuta-Versicherung. Wir haben ihn gleich mitgebracht. Entsetzlich. Meine besten Stücke. Kann nicht wenigstens ein Teil noch gerettet werden? Leider nichts mehr zu machen. Wie konnte das nur passieren? Ich bin ruiniert. Versuchen Sie, sich zu beruhigen, Herr Ephraimer. Die Sekuta-Versicherung trägt selbstverständlich den entstandenen Schaden. Was nützt das schon? Es waren unersetzliche Kunstwerke darunter. Können wir den Schaden aufnehmen? Es wird wohl sein müssen. Bitte. Wo wollen Sie denn hin? Wir nehmen am besten meinen Wagen, Herr Hausmann. Wo steht der Anhänger denn? Kommen Sie bitte mit. Es ist nicht weit von hier. Alle Stücke, die im Anhänger waren, sind im Prospekt angekreuzt. Ich wollte damit das Abladen und Aufstellen vereinfachen. Bitte. Guten Tag, Herr Ephraimer. Ich freue mich außerordentlich, Sie wieder mal zu sehen. Auf diese Zusammenkunft warte ich schon seit Jahren. Was wollen Sie von mir? Ich verstehe nicht. Gar nicht dumm ausgedacht, Ihre neue Nummer. Sie haben ausbaldowert, auf welchen Frequenzen im Steinbruch die Zündungen ausgelöst werden. Haben einen kleinen Sprengsatz in den Anhänger von Herrn Hausmann geschmuggelt und lauter wertloses, aber leicht brennbares Zeug drumherum gepackt. Dann haben Sie Herrn Hausmann genau zur Sprengzeit in die Nähe des Sprengmeisters dirigiert. Er hat ahnungslos Ihre Ladung mitgezündet. Gut ausgesucht, der Platz. Dort gibt es wirklich weit und breit kein Löschwasser. Nur in einem Punkt haben Sie sich verrechnet. Der Hausmann ist ein mutiger Mann. Ja, besonders wenn man versucht, ihn übers Ohr zu hauen. Sie sind vorläufig festgenommen. Bei Flugversuch machen wir einen Schuss ab. Herr Hausmann, wir danken Ihnen und Ihrem Beifahrer für die Hilfe.